Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 auf der PS5. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner Karriere mit Athletic Bilbao. Ja, wir sind immer noch am Start natürlich. Wir haben jetzt den 9. Spieltag und wollen natürlich unsere Tabellenführung verteidigen und treffen dort auf Almeria, die ja dem großen FC Barcelona durchaus einen Punkt abgeknüpft hat. Ich glaube, unentschieden gespielt gegen die. Aber jetzt sind wir gefordert. Wir wollen natürlich nach dem Sieg gegen Real Madrid den nächsten Dreier einsammeln und diesmal auswärts und dann geht's nach zu Rayo Vallecano. Also wir haben zwei Auswärtsspiele hintereinander und jo, gehen wir rein ins Match. Also wir haben 20 Punkte. Ich denke so, das passt von der Aufstellung her. Warum sollte man auch irgendwas ändern, ne? Williams ist heute im Mittelpunkt. Er will auch heute seine Torjägerqualitäten zeigen. Es ist nicht mal Williams, aber gut. Geht's hier los. Genau so ist es. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Schauen wir kurz auf die Startformation von Almeria. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Ja, das sind eigentlich Pflichtpunkte. In diese Partie. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Genau so ist es. Ja, warum wollen wir was ändern? Unsere Truppe steht. Im spanischen Fußball gehört Bilbao momentan eher zur erweiterten Spitze, aber es ist eben enorm schwer, da ganz vorne reinzukommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das schaffen werden, aber ambitioniert ist der Club. So, eigentlich geht es wieder weiter mit FIFA 23. Eine Weile haben wir ja jetzt Pause gemacht. Und jetzt starten wir. Und jetzt geht's gegen Almeria. Wie gesagt, 5 Punkte nur auf dem Konto gerade mal. Sie haben ja auch ein Spiel unentschieden gespielt. Und das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier heute nochmal was machen. Dass wir hier nochmal Punkte holen. Um vorne zu bleiben. Sie sind da, Ball wird geblockt. Williams. So, was machen Sie draus? Ich muss jetzt wieder ein bisschen reinkommen. Leo Baptistao. Baptistao, ja, das ist. Und Almeria hat dann die erste Situation. Jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen was. Oh, oh. Oh, sie gehen drauf. Sie gehen Pressing mit Pressing drauf. Und Unai Simon. Und der nächste Fehler. Zu Belia. Jetzt der Angriff. Und es war kein Abseits. Williams. Ja. Und so passt es dann. Eins zu null für Athletic Bilbao. Ja, so ist es halt. Almeria hat die großen Chancen, verlieren dann vorne den Ball und wir können einmal den Konter setzen. Und führen 1-0. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und es ist ein Tor Nummer 12 für ihn. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, wenn ich den irgendwann verliere,
dann wird es schwieriger. Aber jetzt plötzlich die nächste gute Chance für den Gegner. Also wie gesagt, die sind gar nicht so schlecht drin, die Jungs. Aber wir haben halt die eine Chance gehabt. Und die haben wir Gott sei Dank auch mal genutzt. Ja, ist aber ja. Es könnte... Der Freistoß. War das doch kein richtiger Vorteil, deshalb jetzt Freistoß. Gibt keine Karte, aber noch so ein Ding darf er sich nicht erlauben. Oh ja, oh ja, oh ja. Kann man aber auch mal direkt gelb ziehen. Schiedsrichter hat es nicht getan, aber ich glaube, beim nächsten Mal ist er fällig. Super Pass. 2-0. 19. Das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steifers und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht es. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Ja, was heißt, es sind gerade mal 20 Minuten gespielt. Also lass mal, lass den Gegner mal ein Tor machen. Sie haben ja, wie gesagt, ihre Situation. Sie haben ja ihre Chancen. Sie fangen sich halt jetzt, wie gesagt, den zweiten Konter. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Kette. Oh nein. Ballverlust, aber dann nochmal, Wenzidor. Und die haben, wie gesagt, das ist das 0-1, ist ja aus diesem Konter entstanden und jetzt haben sie die Riesenchance auf das 0-2, also wie 3-0 jetzt. Sie bekommen ihn nicht in den Griff, das war der dritte Streich. Lupe, Trick 0-3 Williams. Tor Nummer 14 in dieser Saison. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und wieder ist es ein Konter. Almeria hat die Situation, verlieren den Ball, fangen den Konter und dann geht es schnell. Und nochmal, Barca hat hier unentschieden gespielt. Von der Entscheidung sprechen. Die erste eine große Prüfung haben wir ja schon. Eine große Prüfung hatten wir ja schon mit dem Spiel gegen Real, wo wir gewonnen haben. Aber jetzt, was haben wir ja noch nicht? Simon, Ecke. Kurz ausgeführt. Suarez. Und Abflug. Ja, der kommt nicht durch diesmal. Diesmal passt da der Verteidiger auf. Dixer. Oh, Glück gehabt. Bei Maria. Hier, dass da nicht noch einer, dass der Williams nicht in diesen Ball reinkommt. Schauen wir auf diese erste Spielhälfte, Buschi. Grandioser Auftritt bislang. Im Großen und Ganzen eigentlich ohne echte Schwächen. Die zeigen eine Hervor. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Muniain, jetzt kann er mal durchsetzen, durchstarten, Muniain. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und wieder nicht. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Der Keeper war schon geschlagen, aber da stand noch einer auf der Linie und Suarez verhindert sogar das 0-4. Suarez. Er kann es machen. Leichter Ball für Unai Simon. So, jetzt ist gleich Pause. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Oder was? Handspiel? Okay. Oder was auch immer. Warum auch immer jetzt auf Ball beim Tor. Simon. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Ja, energischer Gajan. Und der Ball kommt. Und dann ist Pause. Pausenpfiff nach der ersten Hälfte liegen die Gäste vorne. Sie liegen klein, Führung. Und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind.
unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung, sehr kreativ. Und sie haben eben auch die Leute, die den Ball dann reinmachen können. Und dann holst du dir auch den Sieg in so einem Spiel. Wir müssen noch abwarten, aber die Führung ist deutlich. Ja, 0-3 der Zwischenstand zur Pause. Mallorca Barça nur momentan noch nicht angepfiffen. Also, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Bisher haben hier vor allem die Kinder von Bilbao Akzente gesetzt. Schauen wir mal, wie sich das Spiel jetzt im Durchgang 2. Ah, Ballverlust da vorne. Wie gesagt, das sind zwei Konter gewesen. So, lass laufen, wollte gerade sagen. Er lässt ihn laufen. Also, vielleicht war es sogar gar nicht. Ja. Er geht schön dazwischen. Jetzt haben wir mal einen Ball verloren. Sind außen hätten sie jetzt Platz. Gute Chance. Knappes Ding hier. Aber ob das noch viel am Resultat geändert hätte? Eher nicht. Dafür knapp vorbei. Der Ballverlust jetzt. Ja, jetzt verlieren wir da so ein bisschen den Ball. Wir kommen nämlich nicht in diese Situation rein, wo wir mal spielen können. Nächstes Spiel. Oh, ja. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Und dann verlieren sie. Also solche Dinger nicht machst, dann verlierst du halt so ein Spiel. Oh ja, Sabal. Das macht er gut. Oh ja, Sabal, Williams, der verzögert und rein ins Glück. 4-0. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Und dann holst du dir halt diesen Ball. Und dann machst du es halt. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Ja, jedenfalls 4-0. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Leo Baptistao. Das ist Suarez. Ja, aber wie gesagt, Zubeldia, super gemacht, da, gut gelöst. Ja, Ballverlust. Was macht er jetzt? Von Vincedor. Wichtig, dass er. Und Simon. Ja, das wird richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts. Also diese drei Pflichtpunkte, die haben wir jetzt. Und der Pass. Oh, nix zu null. Baptistao. 1-4. Der steht einmal ganz alleine, da haben wir mal komplett die Zuordnung verloren. Hier ist dieses Tor nochmal, sie bringen die Ecke rein und dann. Ja, war auf die Nummer 12, ja, der steht einfach komplett alleine da gegen. Sehr gut gemacht. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Muniain. Muniain. Da fehlt die Konsequenz. Oh, und die Yasa Ball fast mit dem ersten. Mit der ersten. Was mit dem Tor? Das ist vorbei? Ich dachte, wir wären noch da dran gewesen. Vielleicht so verzogen. Haben die zu Riss geholt? Nein, oder? Haben die echt durch zu Riss geholt von den ehemaligen Barca-Spieler? Das wäre schon krass gewesen, wenn sie den geholt hätten. Ganz alleine. Und plötzlich ist mal wieder dabei. Nächste Ecke, jetzt ein bisschen besser verteidigen. Ecke kommt in die Mitte. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Und Abflug. Ah, Konter unter Mund. Diesmal haben sie das gute. Die nächste Partie für Bilbao. Ja, Rayo Vallecano. Vallecano heißt der Gegner im nächsten Saisonspiel. Das sollte dann keine allzu schwere Aufgabe. So, das kann man auch mal mit einer gelben Karte bedenken. Beziehungsweise ich nutze jetzt mal gerade mal die Situation, um ein bisschen zu wechseln. Mal ein bisschen durchzuwechseln. Das heißt eigentlich vor der Spürung spielen sogar? Nö, keine, das ist egal.
Warte mal, dann machen wir es etwas anders. Dann gehen wir mal darauf, die Position. Jetzt muss ich überlegen, was machen. So. Dann machen wir es einfach mit. Wechseln wir einfach so ein bisschen durch. So, da gibt er jetzt gelb. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. So, und jetzt wechseln wir einmal komplett durch. Fünf neue. Und dann holen wir die drei Punkte. Riesenchance. Mochi! 5-1. Der ist gerade eingewechselt erst. Also das Ding ist durch. Eins zu fünf. Das ist natürlich schon der zweite Freistoß, den wir so, den wir plötzlich kriegen. Ja, und wieder stehen sie da komplett falsch. Zieht einmal komplett nach innen, da steht einer dann frei und der macht's dann. Und mit dem Spielstand von 5 zu 1 geht es hier weiter. Leo Battistao. Ja, da kommt man ein bisschen über aus, der Torschütze. Der Ball fliegt über das Tor, dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Ball kommt immer die Seite. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Sainz, Borja. Die Chance jetzt. Sainz. Und irgendwie hält er ihn. Und der Keeper hat da mit ein bisschen Glück dabei, da soll er noch den soll er noch hält. Ich dachte, okay, den kriegen wir bestimmt noch einen Nachschuss rein dann. Sousa. Diego Sousa. Ja, Robert vorbei. Komplett verzogen. Sehr deutlich. Sie wechseln aus. Gerai. Sie gehen dazwischen. Und Vivian. Dani Vivian. Das muss es sein. Oh Gott. Ich wollte ihn querlegen. Das war der Gedanke dahinter. Naja, egal. Es ist jetzt. Ob die jetzt 5-1 oder 6-1 gewinnt, macht am Ende egal. Ist es am Ende wurscht. Und dann pfeifen sie ab. Zwar im gegnerischen Angriff, aber war nicht mehr spielentscheidend. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Am Ende können sie sich hier den Sieg holen und einer der Hauptgründe, ja, das war diese Leistung. Überragend. Das hat sie heute beflügelt, hat man gemerkt. Das war heute ganz, ganz stark. Boah, mein Wecker übertreibt es gerade. Deswegen. Super Pass. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das. Also, hört sich, was ich genervt hat, gerade klingeln, war mein Wecker. Ich habe es nämlich nicht mitbekommen. Stark gemacht, das könnte was werden. So. Aktion geht weiter. Sie bekommen ihn nicht in den Griff. Jedenfalls haben wir es durch. Interviews brauchen wir gerade nicht. Wie gesagt, verdienter Sieg auf jeden Fall. Gut. Gucken wir mal gerade kurz rein. So. So. Da. Juti. Dann haben wir's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell bei Rayo Vallecano.
Und wie gesagt, Puck gleich momentan mit Atletico Madrid und dem FC Sevilla. Und Sevilla knapp dahinter, so ein bisschen in lauer Position. Gut, wie dem auch sei, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschalten würdet beim nächsten Spiel. Und dann geht's gegen Rayo Vallecano morgen um 2. Bis dann. Tschüss.